Hi Leute und herzlich willkommen zurück wieder zum Mondschein. Ja, ich habe eben schon mal ein Part, wollte ich das aufnehmen und was jetzt gleich kommt, das hat mich etwas stark verwirrt. Und deswegen, habe ich gedacht, anstatt euch jetzt 8 Minuten Verwirrung zu zeigen, mach es einfach von vorne und zeige ich einfach gleich, wie es richtig läuft. Denn ich habe euch letztes Mal ja gefragt, was wir als nächstes tun sollten. Und da waren die meisten dafür, dass wir uns um die Codecard der Wüste kümmern und so weiter und so fort. Und dafür wäre unser erstes Ziel das Schloss von Arichon. Und ich mache mal die Musik etwas lauter, die ist irgendwie nämlich leiser. Und hier können wir jetzt mit unseren Schlüsseln nämlich rein. Hurra! Und kommen zu diesem mysteriösen Ort, der mich mit Musik grüßt, die mir viel zu laut ist. Gut, hier gibt es 4 Rätsel, wovon ich letztes Mal nur 3 geknackt habe. Einmal diesen Käseschieberätsel. Man schiebe den Käse auf den glühenden Punkt und habe das Rätsel 1 gelöst. So, man gehe hinein in die nächste Pforte. Hier ist ein Schalter hier, ein Schalter dort. Auch dieses Rätsel war einfach für mich zu lösen. Aber, wie gesagt, das ist also eine Zeitdruck und deswegen habe ich auch erstmal Zeit gebraucht, um zu kapieren, wie das überhaupt geht. Aber eigentlich war es an sich dann auch schnell gelöst. Gut. Dann kommt das am drittknifflichste Rätsel für mich, was ich erstmal auch nicht so ganz verstanden hatte. Aber dies wurde auch kein Problem an sich für mich. Denn wir schieben einmal das Seeblatt so und wir gucken nur auf die Uhrzeit und sehen, die Rosen liegen in der gleichen Abreihe wie die Uhr da oben. Wie auch immer. So, wir gehen hinüber zu der Tür, die mich ins Grübeln brachte, weil ich nicht verstanden habe, was dieser Raum von mir wollte. Die Uhr ist bei 12.30 Uhr stehen geblieben. 12.30 Uhr, so. Ich dachte die ganze Zeit, 3 Regale, immer wo ich Zahlen eintippen muss. So, und da dachte ich, war ich etwas verwirrt, aber jetzt weiß ich's. Man muss hier nämlich einmal 4 eingeben. Ne, warte mal. Doch, 4. 4. 4. Damit hätten wir 12. Also wir müssen die Summe. Wir müssen am Ende auf, auf der linken Seite müssen wir auf 12 kommen, auf der rechten Seite auf 30. Und hier machen wir es auch ähnlich. Nur einfach 3 mal 10. Was dann 30 ergibt. Für euch, nicht die Mathematiker. Und eine geheime Tür öffnet sich uns. Wir gehen hinein. Und wir gehen die Treppe hinunter. Und was erwartet uns hier? Ein sehr mysteriöser Ort. Mit mysteriösen Gegnern. Stellt euch uns. Ihr Heinis, was auch immer ihr seid. Ihr solltet kein Problem für uns darstellen. Wer kann die Lesbos auf den Linken, denn der ist etwas flink. Und wie Schaden machen wir? 1600, ja, das sollte reichen. Denn, ich habe mich etwas erkundigt und diese Gegner heißen Köpfchens. Und diese Köpfchens haben 1200 Leben. Und deswegen sollten wir sie auch mit Sif besiegen können. Nicht. Moment, oh Gott, du bringst Sif einfach so um? Du Arschloch, ich werde dich jetzt mit ein. Na gut, sie haben doch nicht 1200 Leben, ich habe mich irgendwie geirrt. Ich werde dich mit einem Kraftakt aufspießen. Nimm das! 710, ja, das reicht. Alles klar. Sif ist gestorben, aber hey, was macht er schon? Na, wow. 2003. Das ist eine Menge Geld. Und Kies. Wow, Sif ist einfach mal wieder. Ja, okay, Sif hat einfach mal voll Leben wieder. Was soll's? Und hier müssen wir überall vorbei. Ich habe mir ungefähr den Weg gemerkt, den ich gehen müssen. Weil es ist ein großes Komplex hier natürlich. Und an diesen Gegner komme ich aber nicht vorbei. Deswegen laufen wir einfach mal gleich in den Kampf und ich pausiere den Kampf für euch. Okay, die Kämpfe sind nicht wirklich einfach, denn der Kampf hat damit angefangen, dass erstmal diese zwei Leute einfach mal so Finn einfach getötet haben und Ki. Dann stand ich auf einmal mit Sif und noch 3 Gegner und es war ein bisschen hart, aber hey, es kann mir mal so passieren. So, 20 Punkte. Ich habe beschlossen, die restlichen Punkte immer jetzt nur noch auf Agilität zu verteilen, weil das ist eigentlich das Einzige, was nur noch zählt. Geschwindigkeit. Sif hat Punkte, nö. Cool. Oder auch nicht. Sif ist jetzt auf einmal beschädigt, ja. Kann ich verstehen. Friss Äpfelchen, meine Tochter. Oder so. Und Heilkräuter. Wie auch immer, lass uns weitergehen. Ein Sarg. Was ist da? Nur drin. Nichts, aber eine verschwörte Katze. Hallo. Katzenhaare. Ja. Okay, oh Gott, da bin ich nicht mal lang. Hier, den Weg kennen wir ja schon eigentlich. Einfach ein Sarg, der dann nur
rumsteht, weil das schön ist. Abgesperrte Räume. Mal überlegen, wie musste ich hier nochmal vorfahren? Fortfahren. Das Rennen sieht interessant aus. Aber wir wollen da links lang. Heißt, ich muss nochmal gegen solche komischen Typen kämpfen, also. Bis gleich, Leute, ja? Okay, solange man nicht in den Hinterhalt startet, ist der Kampf auch kein Problem gegen diese Dinger. Weil wir einfach so verdammt stark sind. Oh ja. So, verteilen wir noch die Punkte eben bei Finn. 20 Punkte auf die Agilität. So, komm. Schneller, schneller, schneller. Okay, danke. Schön, und wir gehen jetzt hoch in diesen seltsamen Torbogen. Und da wartet uns ein riesengroßer... Na gut, er ist eigentlich genauso groß wie wir, aber er ist ein Drache. Ah, guck, jetzt krieg ich an. Stirb, Drache! Na gut, erstmal den B-Deckel aufnehmen. Ah, jetzt stirb! Okay. Das ist der sogenannte Flügel-Heini. Fickt euch alle ins Knie. Warum bringt ihr Kion? Dam, 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 dam. Da, 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 da. Ich mag die Musik in diesem Spiel. Okay, jetzt bin ich zu verwirrt, um meine Kuhaku-Träne zu zücken. Vieh lebe wieder. Vieh? What the fuck? Nein, du bist keinesfalls ein Vieh. Du bist Ki. Ha. Stirb. Du Kopfloser. Untertan. Des Bösen. Ich rede heute irgendwie ziemlich oft episch, oder? Oder kommt mir nur so vor? Naja, was soll's. Merkantilismus. Stirb. Wieder. Böser Mann. Ohne Kopf. Danke. So, und jetzt nur noch du, Mr. Flügel. Hi, nie. So hat ihn nämlich... Dings benannt. Die Spielentwickler. Flügel. Hi, nie. Ha! Ist schon fast witzig. Okay, Schnitzeln. Sollte am meisten Schaden machen. Ungefähr 5000 Leben hatte der, oder 50.000? Wow, 50.000 wäre ein bisschen gemein, aber 5000 wäre auch mit zu wenig. Aber mal sehen! Vielleicht ist es jetzt schon tot. Sehr schön, weil wir alle vergiftet sind und das ist nicht so schön. Und, bist du tot? Ja, gut, das war's mit Mr. Flügel, Heini. Und jetzt fragen wir uns doch alle, was hinter dieser Truhe in diesem ekligen Dungeon? 3003, 450 Erfahrungspunkte, Sifferreich Level 26, hurra, 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 hurra! Ah, gut. Werte. Sif, 20 Punkte. Verteilen. Und ich verteile sie auf Geist, weil irgendwie macht sie zu wenig Schaden für meinen Geschmack. Geschmack. Essen. Yum, yum, yum. Code Card! Kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Nicht wahr, Freunde? Ich will da nicht reinlaufen. Ich könnte diesen Ort noch mehr durchsuchen. Aber, ich frage mich gerade, ob ich das wirklich will. Und ob ihr das wirklich wollt. Ist es eine Truhe da? Ne, ist nur ein Stuhl. Who gives a shit to this fucking chair? Diese Musik hat schon was Schönes. Ich will da irgendwie lang. Ich gehe da einfach mal lang. Bis gleich, Leute. Und wieder mal ein Kampf gewonnen. Nebenbei, glaube ich, ist es ein ganz gutes Training, wenn ich mich hier ein bisschen umschaue. Also... schade das auch nicht. Und außerdem ist es auch ganz cool, wenn wir irgendwie mal was finden würden. Aber naja, dazu müssen wir jetzt mal was finden. Und hier ist nur abgesperrt. Okay, okay. Ein... na gut, nutzlos werde ich diese Kämpfe nicht nennen. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Oh. Bald können wir uns vielleicht auch mal einen Wertering leisten. Das wäre sehr schön und fein. Und ich werde ihn sofort mir holen. Was ist hier eigentlich? Ach, hier ist der Ausgang. Ja gut, dann lassen wir es mit dem Untersuchen dieses komischen Untergrunds. Denn irgendwie ist er nicht so viel Interessantes zu finden gewesen. Raus hier! La 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 la, hallo! Schöne Welt, frische Luft. Mann mit Bierkrug. Baum, Kind, Frau. Aha! Okay, was machen wir jetzt als nächstes? Keine Ahnung. Vielleicht in die Wüste? Ja, klingt ganz gut. Ja, 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 ja. Obwohl, eigentlich haben wir jetzt 9 Minuten. Ich würde jetzt vielleicht nochmal ein bisschen in den Wald hier reinschauen. Das nächste Mal kümmern wir uns dann direkt um die Wüste und so alles. Und gucken einfach mal, wie stark... Moment mal, vielleicht sollte ich mal kurz speichern, das wäre auch nicht schlecht. Vielleicht werde ich dann überrascht von einem starken Kampf. Gegner. Oder so. Hier mal speichern, danke. Und rein in den Wald. Da ist er, genau. Danke. Und was gibt's hier Schönes? Bierdeckel. Wer hätte es gedacht? Da, Skelette überall, lalalala. Und ich komme in den Kampf hinein. Macht nichts. Ich möchte mal zu gerne sehen, wie stark ihr seid.
Die seltsamen Kreaturen sieht lustig aus. Oh Gott, sind die schnell. Die sind verdammt schnell. Holy Pepperoni. Ich habe wirklich nur mich ein kleines Stück mit dem Ladebalken, der von unserer Agilitätsdings da bewegt, und schon blinken alle auf. Nicht gut. Aber gut, dass wir Erstschlag haben. Vielleicht war das Glück. Irgendwie im Unglück oder so. Aber bis jetzt besiegen wir die ja richtig gut, oder? Okay, sie sind stark. Eindeutig. Okay, Finn besiegt die zwar mit einem Schlag, aber die anderen brauchen zwei. Och, du Scheiße. Leck mich doch am Arsch. Warum sind die so böse? Verdammt, was tue ich eigentlich? Ich hätte niemals erwartet, dass die so stark sind. Ach, du Wichser, du, die Blöden. Ja, Dovis. Na, das ist niemals passiert, Leute. Heftige Scheiße, jetzt will ich auch mal wissen, ob es da noch irgendeinen coolen Schatz gibt. Dum, 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 dum. Da ist eine Katze, das sehe ich jetzt schon mal, aber... Katze, miet, 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 komm her, komm her, komm her. Ich pflücke dir die Katze nachher ab. Okay, ganz vorsichtig hier vorbei. Wir sind viel zu starken Gegnern. Oh Gott, gibt's hier irgendwas Schönes? Oh, wir machen Bierdeckel. Hurra. Zwei Bierdeckel. Zum Preis von meinem Leben, oh Gott. Bin in diesen Kampf gelatscht. Hinterhalt bei vier Gegnern. Leck mich am Arsch, ich bin tot. Tot. Nicht tot. Konter. Du Arsch. 400 Schaden. Ja, danke. Und, aua, tot. What the fuck ist hier los? Ich will hier weg. Ach du Scheiße, diese Gegner sind mies, ey. Vor allem sind das vier Stück, die man kämpfen muss. Ja, danke. Ich weiß schon, wie es abläuft. Gut. Halt die Klappe, du blöder Skelettwald. Ich lass dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe und wir sind alle glücklich. Und das nächste Mal kümmern wir uns hier... Oh, ich kann hier nicht parken. Oh, da kann ich parken. Okay, nächstes Mal gehen wir wieder zurück in die Wüste und dann gucken wir endlich, was uns in dieser merkwürdigen Tür erwartet. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Ich bin draußen.